in einer Krise. Das zeigt nicht nur die Konjunkturprognose der Bundesregierung, auch der Internationale Währungsfonds spricht von einem Nullwachstum in diesem Jahr. Wie unzufrieden die Unternehmer sind, bekam der Kanzler heute beim Arbeitgebertag in Berlin zu hören. Scholz räumte Fehler ein und versprach Reformen. So soll es einfacher werden, im Ausland Fachkräfte zu finden. Denn sie fehlen zunehmend, wie unser Beispiel zeigt. In die ganze Welt liefert das Berliner Familienunternehmen Menzel Elektromotoren. Statt Massenproduktion Spezialanfertigungen. Roboter können das nicht. Dafür braucht es Hände. Und die findet das Unternehmen immer seltener. Obwohl wir im Vergleich überdurchschnittlich gut zahlen, ist der Fachkräftemangel für uns nach wie vor eine große Herausforderung, insbesondere in den technischen Berufen. Das beeinträchtigt unsere aktuellen Projekte und kann auch langfristig unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Der Standort Deutschland, er fällt in den Augen der Arbeitgeberverbände im weltweiten Konkurrenzkampf immer weiter zurück. Immerhin sei sich die Regierung der Probleme bewusst, sagte Arbeitgeberpräsident Dulger. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung ist sicher keine Mondlandung, aber sie ist besser als nichts. Für die deutsche Wirtschaft findet sich einiges in den 49 Punkten wieder, doch sie ist noch nicht beschlossen. Und das muss jetzt rasch angepackt werden. Steuererleichterungen für Firmen, Strompreisvergünstigungen, auch die Förderung von privaten Investitionen, einige der geplanten Maßnahmen. So können bislang Zeitarbeitsfirmen keine Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern anheuern. Das soll sich ändern. Ich wünsche mir, dass alle die neu gewonnene Flexibilität im Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren nutzen, zum Beispiel auch über das neue Möglichkeit von Zeitarbeitsfirmen das zu tun, eine alte Forderung der Arbeitgeberverbände. Ob das Unternehmen wie Menzel Elektromotoren helfen wird, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, bleibt abzuwarten. Der Mittelständler würde gerne sofort 20 neue Fachkräfte einstellen. Die Bundesnetzagentur hat den Bau eines zentralen Leitungssystems für Wasserstoff in Deutschland genehmigt. Der Stoff soll künftig eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung einnehmen. Bis 2032 sollen mehr als 9000 Kilometer Pipeline für Wasserstoff genutzt werden. Dieses Kernnetz sei ein zentraler Baustein der Energiewende, betonte Wirtschaftsminister Habeck. Geplant sind Kosten von insgesamt etwa 19 Milliarden Euro.